Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars. Ja, in der letzten Folge haben wir freies Spiel gemacht. Heute machen wir freies Spiel. Ne? Bumm, nimm das Steinchen Komet. Ich treffe den nicht, ist so weit weg. Alles klar. So, ich habe auf Screen mal so ein bisschen einen Rundgang gemacht in den ganzen Weltraumgebieten, um die letzten beiden Kopfgeldjäger zu suchen, die uns noch fehlen. Und ich habe sie gefunden. Cool, ne? Weil die sind ja alle hier so weißlich gekennzeichnet. Also heißt das, wir können die schon finden, ne? So, jetzt bin ich hier. Ich habe mir mehr oder weniger alle Planeten aufgeschrieben, die ich noch nicht hatte, ne? Die hier nicht aufgezeichnet sind, und bin dann jetzt alle abgerast. Und ich weiß nicht, wo wir uns gerade befinden. Cantonica, ja, da ist einer von denen. Und die werden hier so angezeigt. Wo sind sie? Ist er das hier? Ja, ne? Die waren mit so einem speziellen Zeichen immer angezeigt. So ein blaues Zeichen. Und ja, ich habe sie beide gefunden. Ich habe sie beide noch nicht abgeschossen. Machen wir jetzt, ne? Und wenn ich ihn jetzt wieder finden könnte, ne? Wow. Alter. Ich habe jetzt ja gerade so eine Textdatei mir hier ein bisschen auf dem Bildschirm. So. Und dann würde ich sagen, dann machen wir das hier noch und dann mache ich gleich hier, genau, diese Zeichen sind das. So, mein Gott, komm her. Ich erreiche dich nicht, ne? Doch, jetzt erreiche ich dich. So. Okay. Lass ich einfach kaputt ballern. Finde ich gut. Und ja. Also hier auf Cantonica ist einer. Gehst du kaputt, Kollege? Da. Alles klar. Und dann kein Kommentar, okay. Und den anderen habe ich auf Kashyyyk gefunden. Und ja, dann machen wir das doch mal ganz schnell, ne? So, mein Plan ist jetzt dann, ich will noch die ganzen Maus-Druiden auch noch finden, ne? Deswegen mache ich erstmal hier die beiden, dann mache ich einen Schnitt und dann sehe ich euch, wenn ich irgendwie den Planeten gefunden habe, wo die letzten beiden Maus-Druiden sind, ne? Weil das ist halt genau das gleiche, ne? Ich habe die auf der Karte da aufgelistet, ne? Hier ist übrigens auch irgendwie immer so was Rotes am Aufploppen, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich bin da mal nah genug hingeflogen, aber dann musste ich wieder umdrehen, weil ich zu nah am Planeten dran war. Ich weiß nicht, was das ist, aber okay. Oh doch. Weil einfach wiederholt auf dich rein, bis du irgendwann drauf gehst. So machen wir das hier im Universum. Na los, na los. Der tut sich noch nicht mal wehren, gar nichts. Ey. Boah. Yay. Jetzt haben wir alle Kopfgeldjäger erledigt, alles klar. Gut, dann haben wir wieder so eine Kleinigkeit erledigt hier, ne? Hier, diese hier, ne? Raumrenner, haben wir das erledigt, müssen wir uns darauf nicht mehr fokussieren. So, mein Plan ist jetzt, ich werde hier den Maus-Druiden hier noch finden. Das scheint auf irgendeinem Planeten zu sein, den ich schon habe, ne? Aber anscheinend habe ich den die wohl irgendwo verpasst, ne? Also ich werde mich hier noch mal umschauen. Ich werde das hier genauso angehen wie mit den mit dem Raumrennern, ne? Also ich werde mir hier notieren, welche Planeten ich habe. Ich werde dann werden, also ich werde mir nicht notieren, welche Planeten ich habe. Ich werde mir notieren, welche Planeten ich noch nicht habe. Und dann grase ich die mal alle ganz kurz ab und dann hoffentlich finde ich die, ne? Gut, also sehen wir uns gleich, ne? Damit wir halt auch erledigt haben, ne? Also bis gleich. Okay, die Maus-Druiden habe ich immer noch nicht gefunden, beziehungsweise den Planeten, auf denen die sich verstecken, ne, den letzten Planeten. Dafür habe ich ihn hier gefunden. Nein, nicht dich. Wo ist er? Hier. Dich habe ich gefunden. Schön, dich wieder zu sehen. Ich hatte ja ein feuchtes Klimawandel, aber wow, der ganze Regen, die Kamoyaner haben wahrscheinlich so lange Hälse, wie bei ihnen hier das Wasser bis zum Knie reichen würde. So, gut. Ihn haben wir wenigstens gefunden, ne? Da tue ich auch nebenbei hier nur so Ausschau halten, ne? Anscheinend wird er hier mit so einer Sprechblase angezeigt. Das heißt, ich muss eigentlich nur noch darauf ausschalten. Ich laufe die ganze Zeit mit Boba Fett rum, also mit einem Kopfgeldjäger, weil halt die halt diese Fähigkeit haben, mir Gegner durch die Wände zu sehen, ne?
Ich weiß nicht, ob das hier. Ich weiß nicht, ob das bei den Mausdruiden auch funktioniert, aber man kann es ja mal versuchen, ne? Tun wir mal ein paar Sachen hier holen, ne? Tun wir mal das hier voll hochleveln. Und hier. So. Sachen ausgeben, ne? Wenn wir schon dabei sind, ne? Wir haben ja die Steinchen. Extra Munition, her damit. Und ja, meine Suche geht weiter. Ich war schon auf Korsen, Kashyyyk, Geonosis, Naboo und Utapau. Also die ganzen Prequel-Trilogie Mausdruiden. Weil meine Logik ist halt, die Mausdruiden, die haben wir ja erst irgendwie so freigeschaltet. Also die Fähigkeit, die so zu suchen, haben wir ja erst freigeschaltet, nachdem wir so in der originalen Trilogie waren, glaube ich, ne? Das heißt, ich bin erstmal so die ganzen Prequel-Planeten hier durchgegangen, so nach der Logik, also oh, ich habe die wahrscheinlich verpasst, als ich da zum ersten Mal hingegangen bin, ne? Oder beziehungsweise ich konnte die noch gar nicht finden, weil ich die da noch nicht freigeschaltet habe, ne? Aber irgendwie gehen mir die Prequel-Trilogie Planeten jetzt auch gerade aus. Und ja, ich war jetzt beim letzten Prequel-Trilogie Planet und ja, ne, Mustafa habe ich noch nicht, glaube ich, oder nicht, egal, meine Suche geht weiter. Ich update euch, sobald ich wieder was vom Interesse finde. Vielleicht im Wookie oder so, ne? Den haben wir ja auch an einigen Orten verpasst, ne? Also bis gleich. So, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Diese Mausdruiden, die könnten sich ja auch hier auf diesen Großkampfschiffen befinden. Von einem, von denen ich noch nicht drauf war, ne? Da habe ich gar nicht dran gedacht, ne? Ja, machen wir das mal, ne? Außerdem habe ich hier eine Quest über Kamino noch gesehen. Also gucken wir mal, was da ist, ne? Also ich bin jetzt schon über die Hälfte der Planeten hier herumgerannt, ne? Und ich habe die noch nicht gefunden. Also könnte sein, dass die vielleicht auf einem dieser Großkampfschiffe irgendwo sind, ne? Die wir noch nicht besucht haben. Aber machen wir erstmal hier, was hier ist, ne? Was ist das? Ist das ein Schneetruppler? Ja. Gehört jetzt zum Widerstand. Ich wollte diese Vorräte nach Quaid bringen, aber unter Druck fliegen ist nicht meine Stärke. Es könnte unterwegs Turbulenten zugehen. Kopfgeld hier aus der ganzen Nase sind da. Ja, ich kann jetzt schon kotzen. Ja, ja, ist gut. Gewürze schmuggeln. Gut. Lass ich mal ganz kurz hier noch so ein Kampfschiff hier aufstellen, je nachdem, was haben wir denn hier noch? Wir haben Basis 1, unsichtbare Hand, haben wir glaube ich schon, Kampfschiff der Handelsföderation. Haben wir halt auch schon. Ich glaube, das haben wir auch schon. Unsichtbare Hand, Basis 1. Habe ich glaube ich schon alle nachgeschaut. Venator, Steadfast, Executor. Verdammt. Ja, so viel zu meiner Theorie. Ne? Das heißt, ich muss immer noch die Planeten hier absuchen. Aber egal, machen wir halt hier diese Quest noch, ne? Wenn wir schon dabei sind, wenn ich schon mehr im Flug bin, ne? Wird sowieso nach Quaid wahrscheinlich. Weil ich habe jetzt schon alle Planeten hier abgesucht, hier von den früheren Planeten. Ich habe Korsan, Kashyyyk, Kamino, Geonosis, Naboo, Utapau. Habe ich alles abgesucht. Und ja, dann habe ich alle. Yavin, Endor, Hoff, Mos Eisley, Mos Espa, die Tatooine-Wüste, Jakku, Dagobah, Bespin. Was ich jetzt noch nicht geguckt habe, war Dekar, Kantonika, Takodana, Achto, Mustafa und Crate. Aber das sind so Planeten, die wir schon so oft irgendwie vorbeigegangen sind. Also ich glaube nicht, dass die da sind. Also welcher Planet war das denn, wo ich schon war, aber die noch nicht gesammelt habe? Ich habe gedacht, vielleicht ist das eins der Großkampfschiffe, aber anscheinend nicht, ne? Weil ich habe schon alle ja abgeschaut, ne? Ich könnte mir auch einfach das Gericht freischalten, ne? Dann wüsste ich, welcher Planet das ist, ne? Ich glaube, da mache ich jetzt auch gleich. Haben wir das auch hinter uns, ne? Weiß nicht, ob das dann wieder irgendwie so buggt oder so mit dem Anzeigen, aber jetzt sind sowieso so viele Anzeigen hier. Ich muss mal mein Textding hier wegpacken. So, jetzt sehe ich wieder was. Aber sind so viele Bugs schon so im Menü. Ich mache jetzt auch keinen Unterschied mehr, ob da jetzt ein Ding hier weiter aufblinkt oder nicht. Ne? Also hier, weiß nicht. Kann ich das hier kurz machen? Nö. Es geht direkt weiter. Blubber. Dann kaufe ich mir irgendwie das Gerücht. Ich nehme an, dann wird mir angezeigt, welcher Planet mir noch fehlt, ne? Weil ich weiß wortwörtlich nicht, welcher Planet das ist. Ich bin jetzt auf jedem Planeten hier hingegangen, ne? Also auf jeden Planeten, wo jetzt irgendwie noch keine Markierung war. Oh, da hast du den gefunden, da hast du den gefunden.
Kann auch sein, dass ich wieder einen irgendwie übersehen habe, mich zu notieren oder so. Aber schauen, ne? Oh, ich würde auch langsam hinter mich bringen. Und dann mit dem Wookie auch. Aber mit dem Wookie stelle ich mir irgendwie einfacher vor. Weil, wie gesagt, der wird ja auf der Karte angezeigt mit so einer Sprechblase. Also muss ich einfach nur noch so eine Sprechblase ausschalten, ne? Würde ich sagen. So. Ja, wieder an Sprüche klopfen, ne? Wie oft haben Leute ja schon versucht, hier mir die Ladung wegzunehmen und sind alle gescheitert, ne? Sprecht euch nicht irgendwie so ab hier, so ihr Kopfgeldjäger. Nimm das. Siegestorpedo. Okay. Na gut. Also ja, wie man sieht, ich tue so ein bisschen jetzt auf Screen irgendwie so einige Sachen machen, damit das halt ein bisschen schneller geht, ne? Mission machen wir natürlich alle noch hier so. Oh, ich kann mir jetzt hier so annehmen. Da, guck mal, das Teil meines Schiffes hier. Oben bei den Knüppel oder was auch immer ist. Ja, 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 ich weiß, kommt her. Oh mein Gott. Pass mir die an. So. Ja, schon wieder 10. War das nicht gerade auch schon 10? War 8. Sie hat da immer 12 oder so, aber bitte sagt mich, da kommt nicht mal wer. Jetzt war das 2 Wellen, jetzt kommen hier 4 Wellen, pass auf. Aber wer war das? Den habe ich kaputt. Boom. Den habe ich mit meinen Laserschüssen kaputt. Das ist metaphorisch, was ich hier mache. Wo ist der letzte? Oh ja. Wow. So, abgeschlossen. Jetzt mitten in den Meteoriten ein. Alles klar. Komm mal, wieder kommt noch eine Welle. Nein, okay, gut. Hast du die Vorräte dabei, Over? Ja, habe ich, Over. Noch ein paar Großkampfschiffe hier freischalten, Mann. Wo sind denn die noch? Wieso sieht das manchmal so aus, könnte ich mich gar nicht nähern. Wir haben schon sehnsüchtig auf diese Vorräte gewartet. Wir haben hier zwar mehr Salz, als wir jemals brauchen können, aber die Leute fragen mittlerweile schon fast aggressiv nach anderen Gewürzen. Vielleicht gibt es ja irgendwo einen Zuckerplaneten. Boah. Wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich, ne? Planeten, auf denen irgendwie Säure runterregnet. Ich glaube, ich weiß nicht, welcher Planet das war. Einer unserer Planeten. So, und ja, ich weiß nicht, wo die Mausdruiden sind. Die letzten. Also, zeig her, wo ist der letzte Gerücht kaufen? Coulson sind da war ich doch. Coulson Senatsbezirk, da war ich doch. Hab da alles abgesucht. Wo sind die? Aber ich glaube, ich habe da nicht alles abgesucht. War noch einige andere Ebenen, die mir jetzt gerade so einfallen. Ja, mache ich gleich mit dem Wookie auch. Obwohl, nee, brauche ich nicht. Wie gesagt, ich muss einfach nur die, Planeten gucken, die ich noch nicht habe. Natürlich aber ich Sprechblasen ja ausschalten. Ne? So, wo ist ja bitte schön. Ein blöder Dings, Druide. Ha. Gibt's da nicht. Pass auf, weil ich da Gerücht irgendwie gekauft habe oder so, wird das hier wieder am Blinken sein oder so, ne? Pass auf. Ist irgendwo eine Sprechblase? Kann ja sein, dass die irgendwo hier im... hier bei Palpatines Büro sind oder irgendwie so, ne? Kann natürlich auch sein, ne? Da kann ich auch mal gucken, ob ich die überhaupt sehe hier mit dem Kopfgeldjäger, ne? Die haben ja diese Scan-Fähigkeit, wo ich Gegner durch Wänden sehen kann, ne? Gut. Gucken wir mal. Wird jetzt wahrscheinlich auch sein, ne?
oder wie die Tempel oder so. Mir ist nämlich aufgefallen, die sind immer irgendwie in so Ansiedlungen oder Dörfern oder irgendwie so, ne? Vielleicht sind die irgendwo da drin. Meine ich, ein Druidenladen, aber irgendwie logisch, dass irgendwie einer von denen da drin ist, ne? So, mit einigen Leuten habe ich übrigens offscreen auch geredet, ne? Für so Gerüchte und so. Aber ich rede sowieso nicht mehr mit denen, ne? Von daher tue ich das mal offscreen machen, ne? Geben mir dann immer nur so Gerüchte, so. Die mir sowieso nichts bringen, ne? So, gehen wir mal zum Senatsgebäude auf Kursen. Ich weiß nicht, ob das auch noch als Senatsbezirk hier zählt. Na, gucken wir mal, ne? Büro ist ja nicht so groß, ne? Guck mal. Senatsgebäude, of course. Und warum ist hier 92,75%? Das ist schon mal verdächtig. Oder ist das einfach nur die Erkundung? Ich habe gedacht. Warum ist jetzt 92,75%? Wo ist er? Der muss hier sein irgendwo, ne? Ich bin auf der Jagd. Ich werde ihn finden. Ist nur eine Frage der Zeit. Vielleicht im Gebäude könnte ich auch sein, ne? Na los, na los. Hier ist 0%, das ist eine Quest, sehe ich gerade. Oh, hey. Ich bin Luke Skywalker. Ich bin ein Jedi. Wie mein Vater vor mir. Ich kann das jetzt. Oh, guck mal hier. Die Bände des Senators. Seid ihr... Wartet. Das Gemälde. Es ist wunderschön. Ich habe dieses Gemälde des Senators und seines alten Mentors noch nie gesehen. Seht, wie sein Gesicht in dieser Kapuze geradezu schimmert. Ich kann meinen Blick gar nicht abwenden. Fehlen aber einige. Ich habe dieses Gemälde des Senators. Na, da fehlen aber einige Teile. Wo hat der Senat die versteckt? Du wirst die Macht der dunklen Seite spüren. Das wird nicht lange dauern. Eine Robe mit Kapuze hat etwas so Majestätisches. Leider kann ich die wegen meiner Hörner selbst nicht gut anziehen. Vielleicht finde ich ja eines Tages eine Kapuze, die für meine Hörner groß genug ist. Man darf ja noch träumen. War ich da? Okay. Wo noch? Wenn ich alles kaputt mache, müsste ich jetzt irgendwann finden. Tisch mitten reingeschmissen. Ja. Was der letzte? Wo ist der? Oh, ich wollte eigentlich den Stuhl da nehmen, aber okay. Da geht natürlich auch. Der Senator wird sich sehr darüber freuen. Bis dahin werde ich nach ihren prächtigen Kapuzen schmachten. Oh. Ah, und da kann ich noch für dich eine Mission machen. Die schändliche Kopfgeldjägerin, die versuchte, Senatorin Amidala zu töten, hat auf ihrer Flucht ihre Kohuns losgelassen. Und diese terrorisieren nun unsere Einwohner. Wir haben auch ohne diese... Ist auch, als wären wir in einer anderen Quest hier reingestolpert. In letzter Zeit
Schon genug Ärger hier auf Coruscant. Ich bitte euch, unternehmt etwas gegen diese Plage. Bislang scheint die Kuhun-Plage auf den Senatsdistrikt begrenzt zu sein. Wenn ihr den durchkämmt, solltet ihr alle finden. Viel Glück. Ich suche eigentlich einige Mausdruiden, Leute. Boah. Ich will mal ein Bild sehen. Ich habe nicht erkannt. Ja, das ist Vader, genau. Ne, ist das Vader? Oder ist das hier der Imperator mit der Kapuze? Auf rechten Seite sieht ziemlich jung aus, ne? Okay. Na, no, dann machen wir noch ein paar Insekten kaputt, nehme ich an, ne? Mit ihm, ja. Boba Fett, Kopfgeldjäger, Jetpack-Pilot. Was zum Finger weg. Die Viecher fand ich schon immer geklappt, ey. Mit 1000 Füßen mit den Beinen, ey. Die haben sich so komisch bewegt. Die Animation mit ihren Beinen bewegen, fand ich ekelhaft, oder? So, ich muss noch ein Schiffchen kaufen, ne? So, Täter. Und dann. So, irgendwas noch hier? Nein, okay. So, hier sind sie schon mal nicht. Also die Mausruinen jedenfalls, ne? Oder ne? Müssen an dem Senatsbezirk sein. Er stand ja auch spezifisch am Senatsbezirk, ne? Steigt ein und streckt die Beine aus oder was auch immer ihr habt. Also eine Plattform. Ja. Ich hoffe, ihr findet, was ihr sucht, auch im übertragenen Sinn. Die Viecher sind so komisch, ne? Die Stimmen sind voll so, hey yo, was geht, ne? Aber dann gehst du näher zu ihnen ran, die machen ja, so merkwürdig. So, hier bin ich letztens rumgerannt, so auf der rechten Seite waren keine Maustruinen. Wo sind die denn? Ich höre die ja normalerweise auch, ne? Wo sind denn die? Versuchen wir erstmal die Mausruinen zu finden. Ich sei natürlich hier ehrlich zu fassen kriege oder so. Da wollte ich nicht hin, ich wollte hier den langen Weg rein. Muss doch irgendwo hier sein. Großer Senatsbezirk, ja. No, wo? Wo? Ich denke mal, sind da zwei. Also, wenn ich einen von dem verfehle, kann ich ja noch verstehen. Ich habe noch gar keinen gefunden. So, wer ist da? Ein Gebäude. Mal da rein. Ist natürlich eine Wahrscheinlichkeit, dass die irgendwo in dem Gebäude drin sind, ne? Geht ja jeden Winkel ab, wenn es sein muss. Kann ich sein, Mann. Weiß nicht, ob die auch irgendwie zur Prozentzahl irgendwie zählen. Schlimmste wäre ja, wenn die verbuggt werden oder so, ne? Wäre ja noch schöner. So. Keine Bewegung. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich muss die roten Punkte entfernen, die lenken mich nur ab. Ich muss die Mausdruiden suchen. Gibt's doch nicht, ey. Ich keinen einzigen von ihnen finde bisher. Meine Herren. Ich habe alle bisher gefunden, ne? Nur die nicht. Alle anderen habe ich voll locker gefunden, irgendwie.
Ich habe nicht mal aktiv nach denen gesucht, also ich habe die zufällig getroffen. Weil die hier finde ich gar nicht. Gibt es da jetzt hier nicht? Na los, na los. Wo seid ihr? Da sind schon wieder hier diese Viecher. Was ist das? Die betäuben nur Druiden. So. Dankeschön. So, hier ist ja der Druidenshop. Hier wäre am logischsten, dass die werden, ne? Aber hier sind die auch nicht. Ah, habe ich die ganzen Charaktere gekauft. Gibt's ja nicht. Jetzt habe ich dazu auch freigeschaltet. Jetzt finde ich den immer noch nicht. War ich da noch nicht? Ich war auch schon überall. Wo ist dieses eine Loch hier, wo mal hier dieser Gangen versteckt war? Da kann ich mir vielleicht noch vorstellen, lauert vielleicht einer. Gibt es nicht diesen einen Planeten, der die Mausdruiden hier nicht zu finden sind? Da gibt es nicht. Dann habe ich alle ohne Probleme gefunden. Ich habe noch nicht mal nach denen gesucht. Ich habe einfach nur gesehen, so, oh, da ist ein Mausdruide. Normal erledigt, ne? Hier finde ich die gar nicht. Gibt's da nicht. War ich auch schon drin, ne? Alter. Gibt's da jetzt hier nicht. Da wird ja wohl keiner sein, oder? Nee. Wo seid ihr, meine Mäuschen? Mäuschen, wo bist denn du? Da ist einer und die werden durch die Wände angezeigt. Ich muss ein bisschen näher dran sein anscheinend. So, einen haben wir. Noch einer fehlt jetzt hier. Boah. Aber ich sehe die durch die Wände, wenn ich nah genug dran bin. Alles klar. Nur wo war ich denn jetzt hier noch nicht? Ich weiß es nicht. In jeden Raum hier mal rein. Ich weiß, du bist hier irgendwo. Ich bin auf der Jagd. Da ist der. Was ist das? Boom. Mausdruidenfänger, yay. Alle Mausdruiden gefunden, ausgezeichnet. Dies wird ein würdiger Tag. Na gut, dann machen wir hier die, obwohl ich muss ja immer noch diese Viecher erledigen. Gut, haben wir das erledigt, ne? Noch eine Herausforderung abgeschlossen. Ich weiß nicht, was das hier sein soll, ne? Rette die vertriebenen Porks überall in der Galaxis. Cantonica, Canto Bright. Anscheinend habe ich davon einmal gefunden. Okay. So, den Wookie muss ich auch noch ein paar Mal finden. Aber wie gesagt, den finde ich ist jetzt nicht so schwer zu finden. Einfach nur, weil der halt mit Speichblasen angezeigt wird, ne? Oh mein Gott. Also, okay, ich helfe dir schon. Ich gebe mir nichts ums Überleben von seltenen Speziesen.
Für mich zählt nur Geld. Solche Spielereien funktionieren bei mir nicht. Nur Geld. Oh, da ist schon wieder einer am Sterben. Stirbst du? Der kannte mal einen, der einen kannte, und der kannte einen, der kannte einen, der kannte und der kannte einen. Okay, hey, wir haben keine Berichte von Kohun-Angriffen mehr. Ich vermute, das verdanken wir euch. Ausgezeichnete Arbeit. Natürlich will der Senat eure Dienste für das Volk von Coruscant entsprechend würdigen. Leider sind die Held des Tagesabzeichen gerade ausgegangen. Deshalb würde ich sagen, ich schulde euch einen Gefallen. Ihr könnt jederzeit zu mir kommen, wenn ihr meiner Hilfe bedürft. Okay. Nehmt stattdessen mich. Ich biete euch meinen Körper an. So, Mas Ameda. Das ist dieser Typ, der irgendwie... Ist das der Typ, der irgendwie aus dem Raum gelaufen ist, als Yoda gerade in Palpatines Gemach reingegangen ist? Wie sieht's aus? 92, fast 93, cool. Ich will mich mal auf der Suche nach dem Wookie machen. Vor allem, weil ich nicht genau weiß, wie viele Minuten ich schon irgendwie aufgenommen habe. Ne? Ich habe jetzt gerade 25 Minuten aufgenommen, aber die Sachen, die ich davor aufgenommen habe, ne? Ich glaube, da waren auch nicht so viele, nur 6 Minuten oder irgendwie so. Ne? Aber ich will mich mal auf der Suche nach dem Wookie machen und dann suchen wir mal den Wookie ab, ne? In der ganzen Galaxis. Und ja, also die Planeten, die ich halt schon habe, ne? Damit wir den auch schon mal so haben, jedenfalls in den ganzen Planeten, die ich schon habe, ne? Also ja, ich schalte euch wieder rein, wenn ich den ein paar Mal gefunden habe. Also bis gleich. So, wir sind hier auf Takodana und guck mal, wer da oben ist. Boom. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich da hochkomme. Ja, ich habe mir mal notiert, auf welchem Planeten ich den hier gefunden habe, den Wookie, ne? Ich habe mir jetzt alle notiert und die Planeten, die mir bis jetzt fehlen, sind Endor, Takodana, Coruscant, der Usko-Bezirk, Dekar und Otogunga in Abu und die Schiffe Basis 1 sind unsichtbare Hand. Also das sind, ich weiß nicht, ob der sich in einem von denen hier befindet, aber das sind auf jeden Fall die Dinger, in denen er nicht ist, ne? Weil er ist ja auch in verschiedenen Gebieten und so was auch noch drinnen, ne? Also okay, ich habe jetzt einfach jedes Gebiet, weil er ist ja auch in einzelnen Gebieten hier so angezeigt, ne? Hier so, weiß nicht, in den ganzen Senatsbezirken und so weiter, das ist ja alles irgendwo einzeln irgendwie notiert. Deswegen habe ich mir einfach jedes Gebiet notiert, wo der halt noch nicht war, ne? Also ja, gucken wir mal. So, erstmal muss ich da hochkommen, ne? Ich gehe natürlich erstmal den ganzen Ort ab, wo Planeten sind, ne? Und ich weiß gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Geht doch gar nicht hoch genug. Also ja, ich hoffe, ich finde den auf einigen. Endor habe ich den anscheinend auch noch nicht, ne? Also das ist interessant. Ich könnte schwören, ich hatte den da, aber anscheinend nicht. Also ja, da müssen wir auch noch mal vorbei. Ich hoffe, ich habe ja genug von den Dingern, ne? Ja, ne? So, ich könnte das auch hier platzieren wahrscheinlich, ne? So, er wird ja auch nicht kaputt gehen, wenn ich da drauf packe, oder? Gibt's Logik in diesem Spiel? Nein, aber jetzt komme ich da nicht hoch, ne? Oder? Doch. Ah, ich komme mit ihnen reden, glaube ich. Ach, komm, ein Stück. Nein, geh weg. So, ich komme da hoch. Pass auf. Hier fehlt mir übrigens auch noch ein Stein und das ist irgendwie da im See, glaube ich, ne? Da sind wir schon mal vorbeigelaufen, ne? Da dachte ich, müsste irgendwie angeln oder so, ne? Und dann haben sich irgendwie, als ich hier gelandet bin, so viele Leute irgendwie versammelt. Vielleicht, das ist einfach runtergefallen. Oh, das sieht kipplig aus. Was machst du hier weit oben? So treffen wir uns wieder.
Dieses Schloss ist schon etwas. Es hat eigentlich schon bessere Tage gesehen, aber der Stand ist hervorragend. Allein durch die Lage am See gehört das Schloss für mich zu den 5 besten Burgen aller Zeiten. So, dann tue ich dich mal kurz hier meine Liste verewigen, ne? So, boom. Ich habe einfach hier Ausschau gehalten nach den Sprechblasen hier, ne? Hier nach den allen, ne? Bei dem ist sie jetzt verschwunden. Da oben mit so einer Ollen habe ich gerade geredet, ne? Und ja, ich würde auch gerne noch den letzten Stein hier. Ne, ist gar nicht der letzte Stein. Aber ich will mal sehen, was da los ist, weil das sah irgendwie so aus, als hätten sich da voll viele Leute versammelt. Vielleicht kann man jetzt da irgendwie was machen, ne? Weil hier ist ja irgendwie, weiß nicht, im Wasser ist er einer, ne? Da muss ich irgendwie was machen. Okay. Ich höre wieder diese Vögel. Weil diese Vögel müssen wir jetzt auch irgendwie sammeln, ne? Nein. Ja. Weil die müssen wir jetzt irgendwie aussuchen, ne? Paw Patrol. Ja, weißt du was? Ich sollte mir vielleicht irgendwie schon notieren. Ich mache jetzt mal live hier eine Text. Dateien, natürlich mir schon erstmal notieren. Jedes Mal, wenn ich die kaputt mache, muss ich nicht immer durch die ganze Liste hier durchgehen, ne? So. Porks. Und jedes Mal, wenn wir einen kaputt machen, dann notiere ich die an halt, ne? So, Kantonika. So, habe ich Kantonika. Takodana. So, ich nehme an, und den gibt es auch noch mal ein pro Planet oder so, ne? So, was ist hier jetzt? Oh. Oh, da werde ich wieder. Wo bist du denn? Ey, boah. Na gut. Lass mich mal jemand anderen. Pass mal. Ich muss mich wohl selbst darum kümmern. Muss ich ja machen. Meine Frau hätte sich eine Konvoi-Station von mir gewünscht, also bin ich hierher geflogen, um ein paar Konvorien zu fangen. Gerade ist mir aufgegangen, dass sie eine Konversation. Warte mal, mit dir haben wir schon mal geredet. Erforscht ihr das für Mars? Sie meinte, ich würde euch. Ach, das ist die eine Quest. Ich habe eine Kopie des Rätsels mitgebracht, wenn ihr es euch ansehen wollt. Das ist dieses Rätsel, diese Quest. Ist ein Lied, das einst im Westufer des Kastells am Lagerfeuer gesungen wurde. Reichtum erwartet je, die zu diesen Worten auf den Stein tanzen. Mit Feuer im Bauch und Schweißperlen auf der Haut seht sie Samen neuen Lebens. Takodana. Feuer, Feuer, Wasser, Gras. Oh mein Gott, das soll ich mir alles merken. Wenn da komm mal da zurück, ey. Voll gestrandet. Oh mein Gott. Und er packt mich jedes Mal wieder hier zurück, ey, das ist klar. So. Was war Feuer, Wasser, Gas, ne? Ah. Wasser. Wasser. Okay. Jetzt Wasser, Gas. Aber ehrlich. Okay. Mein Bauch. Gras, Feuer, Wasser. Gras, Feuer, Wasser. Oh, Gras. Ich kann eigentlich hier. Wasser. Ich kann eigentlich hier so random machen, ne? Wasser. Gras. Feuer. Meine Güte. Yay, meiner. Das war zu einfach. Mehr rückwärts. Oh, gleich haben wir unseren 2000. Stein. Unglaublich! Du hast es gelöst. Das musst du sofort Mars sagen. Okay, mache ich, wenn wir schon mal hier sind, ne? Vielleicht auf der Suche nach einem Wookie, ne? Ich werde ja immer wieder gesidetrackt anscheinend, ne?
So, Waschbecken sind, ne? Hat schon immer ja. Ja, ne? So, haben wir schon erledigt. Du brauchst gar nichts zu sagen, denn das ist schon besser. What? Dein Gesicht, das ist schon besser. Nach allem, was du getan hast, kann ich ihn dir nicht mehr wegnehmen. Für mich ist es Belohnung genug, dieses Geheimnis gelöst zu wissen. Außerdem habe ich gar keinen Platz mehr dafür. Okay. Ich habe das Gefühl, das war noch nicht alles, ne? Sie hat ja auch gerade gesagt, erster Teil der Quest, ne? Piratenkönigin. Okay. Wusste ich nicht. Hey. Dieses Kastell ist ein sicherer Zufluchtsort für all jene, für die sich die falschen Leute interessieren. Aber sobald jemand hier drin Ärger macht, fliegt er raus. Ich habe da ein paar potenzielle Unruhestifter im Auge, die nach einer zu großen Portion Raterfleisch vermutlich ein wenig übermütig wurden. Kommt mit und seht selbst. Gut, folgt mir. Ich komme zwar normalerweise allein klar, aber ich zähle darauf, dass ihr mir den Rücken frei haltet. Sollte es heikel werden. Okay, ich muss mich schon wieder mit Leuten prügeln. Okay, alles klar. Bis jetzt scheint alles ruhig, ja. Aber aufgepasst. Aber die fertig. Was hast du gesagt? Komm her und sag es mir ins Gesicht. Dazu müsste ich wissen, welcher Teil von dir das Gesicht ist. Na, warte. Oh. Pünktlich wie ein Uhrwerk. Hört auf damit. Kommt her, ihr Stücke. Ich will gar nicht Sprungangriff mehr manchmal den ja machen. Bonk. Mein Gott. Läuft der also nur durch die Gegend und prügelt Leute kaputt? Ich komme, mein Bruder, ich komme. Da drüben, seht! Du schummelst! Pass auf, was du sagst! Ich sage, du schummelst! Ich werde euch beiden kreieren. Nennst du mich etwa einen Schummler? Na wenigstens nenne ich dich den Schnucki! Schluss damit! Und zwar alles! Dies ist ein familienfreundliches Kartell. Wir haben Brettspiele und das alles. Ich will die ganze Zeit springen, aber der macht immer hier so einen Sprungangriff. Hat so skurril, wie irgendwie er sich die Animation nicht ändert und die Beine einfach so steif bleiben, wenn ich so runtergehe. Da ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Hey, fass den nicht an. Weiter geht's. Bläh. Oh, der ist wieder voller AP. Sehr gut. Dann macht es ein bisschen einfacher. So. So, wenn wir ja noch ein paar aufs Maul. Du vielleicht? Das sieht nicht aus, als würde es gut enden. Du darfst dir keine Tiere mitbringen. Ich bin allergisch. Ich habe kein Verbotsschild gesehen. Wie wäre es, wenn du rausgehst und genauer nachsiehst? Du kannst dir gleich meine Faust genauer ansehen. So, Titels. Fass den nicht an. Oh mein Gott, nein. Oh, ihr Sackgesichter. Oh, der lebt wieder. Okay. Oh, hier geblieben. Mein Gott. Jetzt gestorben, aber okay, anscheinend reicht. Das ist egal. Aber glaubt mir, sie werden nach ihrem unfreiwilligen Nickerchen alle viel klarere Köpfe haben. Danke, dass ihr mir geholfen habt, den Frieden zu wahren. Mit einem Komplizen macht es mehr Spaß. Vielleicht sollten wir unsere Partnerschaft verlängern. Was meint ihr? Cool. Ja, ich finde das Design von den cool. Haha, ich hab's voll auf. Mal direkt mehr austauschen hier. Keine Texte, Mann.
Da ist irgendwo noch eine Schiffsquest. Ey, gibt's so viele Quests noch. So, den Wookie, das dauert ja mal nur so ein paar Minuten, ne? Können wir ja noch irgendwo reinschmeißen, ne? Ey, was geht? Sieh mal an, wen wir hier haben. Doch ein Druide, cool. Entschuldige die Sache auf Tatooine. Geschäft ist Geschäft. Ja, dich kenne ich. Ich werde davon sprechen. Wenn du an einem anderen Schiff interessiert bist, ich habe da vielleicht was. Ich habe da schon länger ein imperiales Schiff im Auge, das ich mit großem Gewinn verkaufen könnte. Wenn ich es irgendwie in die Finger bekäme. Wenn du mir hilfst, beteilige ich dich. Was sagst du dazu? Du hast ein Gespür für gute Gelegenheiten. Ich habe seine Patrouillenroute identifiziert. Sobald du bereit bist, treffen wir uns dort. Alles klar. Lauter Leckerbissen. Und hier oben ist auch noch eine Quest. Okay. Auf den Takodan auf. Okay, was hier? Pass mal. What? Schatz. Noch eine Höhe? Ja, ne. Ne, anscheinend nicht. Na gut. Ist auch egal. Hm. Wo muss ich jetzt hin? Ah. Nein, danke. Dann suche ich erstmal den Wookie noch, ne? Ich habe nur so einige Planeten, wo der sein könnte, ne? Einer ist Endor. Habe ich, glaube ich, so ja auch eine Mission irgendwie, ne? Dann sollte ich mich vielleicht mal einmal nachschauen, ne? Aber ich bin mir ziemlich sicher, es ist mindestens auf jeden Planeten. Ne? Einmal jedenfalls. Ich weiß nicht, ob der in jedem Gebiet ist. Ich glaube, der ist sogar in jedem Gebiet in diesem Spiel, ne? Aber so auf jeden Planeten mindestens einmal, denke ich, ist er wenigstens. Und auf Endor habe ich den noch nicht. Und auf Dukar. Das sind also die Planeten, die nur ein Gebiet haben. Da müsste er sich dann eigentlich auch befinden, dann, ne? Würde ich jetzt mal raten. So, lass mich mal hier, oder nicht? Es ist eine Falle! So, ich habe hier einige Quests. Ist er hier vielleicht? Ich glaube, da könnte der sein. Ne? Lass mal da hingehen. Oh, weißt du was hier? Ich war jetzt schon so oft auf diesem blöden Ort. Ich jetzt dahin. Ich mache es mir jetzt einfach. Ich habe so viele Textdokumente hier auf dem Bildschirm. Ich sehe gar nichts. So, ich folge jetzt einfach den Ding hier. Ich habe keine Lust hier. Ganz durch die Gegend zu rennen und mich zu verirren und so. Ich war schon so oft hier, mein Gott. Ist der da? Ich weiß es nicht. Könnte sein, ich weiß es nicht. Deswegen gehen wir mal nachgucken, ne? Okay. So, aua. Gerösteter Fisch. So, wenn du halt nicht bist, ne? Ja, ist es. Perfekt. So treffen wir uns wieder. Es ist wie ein zweites Zuhause hier. Bäume, Pflanzen und pelzige Einheimische. Erinnere mich an Kashyyyk. Nur, dass alles halb so groß ist. Also nenne ich es Yik. Ich verstehe. So, dann Endor. Geh zu der Liste der abgeschlossenen. Aber CDE da. Da fehlen ja nur noch zwei, ne? Auf DK ist er irgendwo, ne? Also guck mal, DK. Wie habe ich den da bestimmt verpasst? Ja, aber ist eigentlich so schwer, ne? Ich muss einfach nur noch den Sprechblasen ausschalten, ne? Dann habe ich den gefunden. Dann nächstes Mal, wenn ich einen neuen Planeten freischalte, dann gucke ich halt. Oder wäre es ja auf jeden Planeten mindestens einmal, nehme ich an, ne? Also. Dann weiß ich halt immer noch, ah, das fehlt noch, das fehlt noch, ne? Weiß nicht, ob der auf Basis 1 oder auf die unsichtbare Hand noch ist. Die habe ich aber auch hier hingepackt in den Notizen, ne? Weil er hat sich ja auf einige Großkampfschiffe auch befunden, ne? Aber es sind mehr als 4 Gebiete. Ich habe noch 5 Gebiete und mir fehlen ja noch 2, ne? Also er kann sich ja auf nicht allen hier befinden, ne?
So, irgendwo eine Sprechblase, da ist eine Sprechblase. Ist er da oben? Ist bestimmt da oben, ne? Da komme ich nicht hin. Ich bin doch schon da hochgegangen. Wie habe ich den verpasst? Der war definitiv nicht beim ersten Mal hier. Hallo nochmals. Ich kann verstehen, warum man gerade hier eine Basis eingerichtet hat. Es ist abgelegen, das Klima ist toll und es gibt keine große Kreatur und die alles auf jeden fressen. Mehr kann man doch nicht verlangen. Ich war doch nie im Leben nicht hier drauf, Mann. Boah. So, dann fehlt mir noch ein Gebiet von den Gebieten, die ich freigeschaltet habe, ne? Wo ist der Wookie? Ja. Ja, die werde ich dann halt irgendwie offscreen noch mal suchen, ne? Also ich werde offscreen suchen, wo er ist, ne? Weil jetzt fehlt mir noch der Ostgro-Bezirk, Otoonga, die Basis 1 und unsichtbare an. Ich weiß nicht, auf welchen er sich hier befinden könnte, ne? Deswegen klapper ich die mal alle ab, ne? Und ja, dann sehe ich euch, wenn ich den gefunden habe, ne? Also bis gleich. So, da ist er schon. Wir sind hier in Kosten auf den Ustgrobisirk und ich sehe ihn schon von hier aus. Da ist er. Ja, da war ziemlich einfach. Das ist der erste Planet, wo ich jetzt hier hingegangen bin und da war er direkt. Finde ich cool. Ich habe wahrscheinlich Loser-Teile. Hallo nochmal, Mitreisender. Ich hätte Ustgro fast nicht besucht, weil ich gehört habe, dass es ein wenig gefährlich ist. Aber ich bin angenehm überrascht. Noch hat niemand versucht, mich auszurauben. So, weil weiß ich nicht, ich wollte erst nach Labo, ne, aber dann habe ich mir irgendwie so gedacht, so nach Otoonga, ne. Aber ich glaube, der Pangoa See ist irgendwie verbunden mit Otoonga, deswegen. Ja. Habe ich so das Gefühl, da wäre er dann nicht gewesen und ja, dann bin ich hier nach Korsen gegangen und boom, da war er. Also ja, jetzt haben wir den überall, wo wir alle Planeten haben, ne. Das jedes Mal, wenn wir einen neuen Planeten finden, dann wird da auf jeden Fall ein neuer Wookie sein, ne? Und wir sollten den erst verlassen, wenn wir. Was ist denn hier noch alles, ey? Und ja, dann werden wir ihn erstmal absuchen, ne? Bevor wir da weggehen. So. Das hier muss ich wahrscheinlich im nächsten Part mal anfangen, ne? Mit dem Porks. Da muss ich jeden Planeten nochmal absuchen, ne? Da wird ein Spaß. Weiß ich nicht. Was wollte ich jetzt noch mal? Ich wollte noch irgendeine Quest machen, so zum Abschluss. Ich glaube, wir haben noch gerade so ein paar Parts, so ein paar Dinger übrig, ne? So ein paar Minuten. Also, was machen wir denn hier noch? Hoff. Ne, ich habe doch einige Quests schon aktiviert. Ich weiß halt ja nicht. Takodana. Lauter Leckerbissen, ne? Da müssen wir im Weltraum gehen, ne? Machen wir das mal. Bin gerade so gut gelaunt, ne? Aber gut, diese blöden Porks werde ich dann offscreen wahrscheinlich suchen, ne? Ich habe, glaube ich, bis auf einen Planeten schon alle Planeten freigeschaltet, wo die sich befinden können. Also da ist schon mal gut, ne? Man scheint ja auch irgendwie von weitem zu hören, ne? Man hört ja immer im Hintergrund so rein. Ne? Habe ich ja gerade gemerkt. Also ja, die werde ich ja wohl hoffentlich finden, ne? Mal schauen. Dann schneide ich euch beim nächsten Part immer so rein, hier, wenn ich einen gefunden habe, ne? Ich werde die wahrscheinlich bis zum nächsten Part alle gefunden haben, ne? Ich versuche es jedenfalls. Muss ich mal ein anderes Schiff hier. Ich will mal so ein Thai. Lass mal ein Thai Bomber von Darth Vader nehmen. Oh ja, bald schnell. So. Da soll ich hingehen, okay. Oh, ist das ruhig. Oh mein Gott. Boah, hat er schnell. Mein Gott, ist das leise, das Ding. Na, warte mal, du hast auch einen Teilbomber irgendwie als. Endlich. Bereit, dir das Schiff zu holen? Es wird nur so vor imperialen Schergen wimmeln, wenn wir uns ihm nähern. Aber damit werden wir schon fertig. Ich habe auch ein imperiales Schiff, also. Und seit oh nein, ich muss dich beschützen. Wow, zu schnell. Wo gehst du hin? Da kommen einige Leute. Wir sind ja schon wieder hingegangen. Müssen wir die abknallen?
Dira. Ich geh schon mal dahin. Hey, bist du mal hier bist, ne? Komm mal her. Leute. Okay, er ballert ganz schön schnell. Habe ich mir schon gedacht, so je nachdem, was für ein Schiff man steuert, desto besser wird das wahrscheinlich. Ne, soll ich vielleicht mal öfter machen. Diese ganzen Dinger hier lenken mich mal voll ab, diese Kreise. Die sind die ganze Zeit auf der Karte markiert, der ist voll nervig. Warte mal, sind X-Wings. Warte zum. Okay. Wo ist er? Wo bist denn du, ey? Wie lange brauchst du denn? Ungefähr ist her. Folgen? Ja, du fliegst ja nirgendwo hin. Hinten dahin, Mann. Machst du mal was? Alter. Kann ich so nah an den Planeten fliegen? Er fliegt da wieder zurück. Na gut. Ich bin einfach zu schnell für den, ey. Na gut. Heute noch, das Kollege. Boah. Sieht vielleicht nicht nach viel aus, aber ist brandneu. Der kann ein hübsches Sümmchen bringen, solange wir ihn nicht beschädigen. Na gut. Da. Kollege, du fliegst mir ein bisschen zu langsam, ja, ich. Meine Güte. Nun gut, der ja. Ihr wolltet das so. Alle Schiffe, Angriff! Den ja kaputt hauen. Die kaputt hauen. Was macht ihr, Narren? Vernichtet sie! Ich darf kein Schiff verlieren, wo ich so kurz vor der Wahl zum Mitarbeiter des Jahres stehe. Ah. Na, warum ballert ihr denn auf ihn? Was so? Warum kann ich ihn nicht anvisieren? Ich kann ihn nicht anvisieren. Was ist denn für eine verbackte Mission hier? Warum kann ich ihn nicht anvisieren? Du bist halt, mein Gott. Ich kann ihn jetzt anvisieren, leider. Was ist diese Mission, ey? Du, komm her. Muss ich erledigen. Ey, was ist das hier? Ah. Ja, wir schießen auf den. Was ist das für eine komische Mission hier? Na, bitte nicht noch mehr. Diese Mission ist so verbuggt, habe ich so gefühlt. Gönnen Sie uns nicht mal ein kleines Schiff. Sieht aus, als müssten wir erstmal diese lästigen Imperialen eliminieren. Ja, ich kann ihn jetzt anvisieren, Kollege. Boah. Warum ballert denn der Time Bomber die TIE Fighter ab? Was ist hier los? Ich verstehe diese Mission nicht. Ich muss gar nichts machen, ne? Boah, was ist denn hier los, ey? Meine Güte. Was ist das denn hier? Warum kann ich die Gegner nicht anvisieren hier? Was soll das? Das ist auch möglich, hier anzuschießen. Ja, was ist hier? Das ist so eine merkwürdige Quest hier. Jetzt gehörst du uns, du kostbarer Kleiner. Tür
Törtchen 1, hier ist Käsekuchen 0 mit der angeforderten Verstärkung. Törtchen 1. Aber auch Zeit. Und zum letzten Mal, das sind nicht unsere Codenamen. Nein, nicht noch mehr, ey. Aber diese Mission ist so doof. Was soll eigentlich die ganze Aufregung um einen winzigen Bomber? Ach, egal. Ich werde nur fürs Fliegen bezahlt. Weil an euren Grenzen bist du, Glitzer. Jetzt erledige ich diese Angreifer endlich. Los! Nein, nicht noch mehr Gegner. Ich kann die auch nicht treffen. Nun läuft das echt aus dem Ruder. Aber wir sind so weit gekommen, um jetzt aufzuhören. Gib alles, was du hast. Ja, ja. Ich... keine Zurückhaltung. Ja, ja. Da, boah, ich sehe so viele Sachen. Was ich denn, hier sind so viele Nachrichten, ey. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Hier. Warum kann ich die Gegner jetzt nicht anvisieren, ey? Ja, ich irre. Wie soll ich denn hier jemanden erschießen? Das ist auch voll gestört. So muss ich dich erschießen, ja, ne? Ja, boah, ich sehe nichts, ey. Welchen von euch muss ich erschießen? Dich oder den anderen? Ne, da ist der Bomber. Mein Gott, ey. Verreckst du mal? Boah. Ja, für eine kaputte Quest hier, ey. Immer noch nicht fertig. Ja, und? Und hier? Und nun? Da ist noch einer, glaube ich. Ja. Hey. Weil ich sehe so viel aus. Mein Gott, da war voll nervig, ey. Man soll mit dem nicht anvisieren auf einmal. Käsekuchen ist tot. Den haben wir Konfetti gemacht. Hallo, lieber imperialer Teilbomber. Mein Name ist Fearlom und ich bin vorübergehend dein neuer Eigentümer. Sei bitte so gut und wirf etwaige aktuelle Piloten am nächstgelegenen Weltraumbahnhof raus. Ihr miesen Kopfgeldjäger! Dafür werdet ihr bezahlen. Wenn nicht in Credits, dann in Knöpfen oder Kieseln oder was immer ihr das Geld verwendet. Ihr werdet bezahlen. Verstanden, Törtchen 1. Apropos bezahlen. Ich schulde dir was dafür, dass du mich gerettet hast. Weißt du was? Du kannst das Schiff haben. Und mich kannst du auch mitnehmen. Wir sind ein gutes Team. Okay. Alles klar. Lauter Leckerbissen, also deswegen. Törtchen und so. Vorlom. Das ist ein Kopfgeldjäger. Und das Schiff, ne? Okay, aber ich glaube, das war es für diese Folge, ne? Libertine. Okay, die habe ich noch nicht freigeschaltet. Habe ich noch nicht freigeschaltet, Mann. Oh, war aber nicht der, den ich hatte gerade da. Okay, cool. Den hatte ich auch als, glaube ich, einen TIE Fighter. Ich glaube, ich hatte einen TIE Bomber und einen TIE Fighter. Ich weiß nicht. Als Lego. So. Ein paar Bonus hier kaufen. Warum nicht, ne? Macht Quetsche. Ich benutze das aber nie. Aber warum nicht? Okay, gut, dann war es das für diese Folge. Ne? Wir haben den Wookie ein paar Mal gefunden, so oft wie möglich. Ne? Wir haben versucht, diese Porks mal zu finden auf Screen. Ne? Prozent haben wir 93, 83. Ja, cool. Langsam wird's. Und ja, diese Porks werde ich halt auf Screen suchen und euch immer reinschalten, wenn ich einen gefunden habe. Ne? Wenn ich jetzt nicht nochmal durch die ganzen Planeten hier rumrennen werde. Ne? Blub. Und ja, dann sage ich, im nächsten Part wird's immer los.
weitergehen mit freien Spielen, ne, eine ganze Weile. Aber ist ja nicht mehr so viel übrig, ne? Quests sind, glaube ich, auch noch weniger als 30 oder so, ne? Ja, Nebenaufträge 38 noch übrig, cool. Die ganzen Dinger muss ich ja noch mal spielen hier. Episode 8 habe ich noch gar nicht, glaube ich, ne? Letzte. Cool. Dann ja. Es geht voran, ne? Hier muss ich noch mal nachgucken, ne? Ich weiß nicht, warum hier mal noch mal aufploppt. Und ja, gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht mit dem Fallspiel. Ciao.